Hallo liebe Fliegerfreunde, in diesem Video mein Reisebericht vom Flieger- und Aktivurlaub 2023. Gestartet wird in Reichelsheim bei Frankfurt, immer auf Südkurs, hier dann an Stuttgart vorbei, weiter hier über die TMZ Memmingen und schon erreichen wir Kempten Airport. Bestes VfR-Wetter, was will man mehr? Die kleinen Wölkchen stören nicht und die Sicht bis zum Horizont. Schon erreichen wir Kempten und es geht in die Platzrunde. Anflug auf die Piste 3-4 und voraus eine ewig lange Graspiste. Lange Landung, dann brauchen wir nicht so weit dann zum Terminal rollen. Kempten Durrach ist ein idealer Flugplatz, denn da gibt es auch das begehrte Superbenzin für unseren Rotax-Motor. Am Platz gibt es ein Restaurant. Aber wir wollen weiter nach Oberstdorf. Der Mietwagen steht schon bereit. Den kann man auf der Homepage von Kempten Flugplatz auch direkt buchen. Nach einer halbstündigen Autofahrt erreichen wir unser Hotel und schon sind wir mitten in den Alpen. Trotz Hauptsaison konnten wir hier noch ein schönes Hotel buchen und vom Balkon hatten wir einen traumhaften Ausblick. Besonders erfreulich, dass in dem Hotelpreis die ganzen Bergbahnen inkludiert sind, so dass wir kostenfrei hier mehrere Bergbahnen nutzen konnten. Gleich am Anreisetag ging es schon auf das Söllereck. Eine romantische Hochalm, ideal zum Akklimatisieren am ersten Urlaubstag. Ein perfektes Frühstück als idealer Start für das heutige Abenteuer. Wir haben uns E-Bikes gemietet, denn es soll auf eine anstrengende Tour ins Eutal gehen mit einem Aufstieg zur Käseralpe. Das Eutal ist 10 Kilometer lang und wird von hohen Bergen umsäumt. Wir erreichen das Eutalhaus, aber für eine Rast ist es noch zu früh. Weiter geht es in Richtung Käsealpe. Der Weg steigt jetzt steil an und wir brauchen maximale Unterstützung vom E-Bike-Motor. Plötzlich nach einer Kurve kommt der Stuibenfall in Sicht. Hier im hinteren Teil des Eutals erlebt man dann eine beeindruckende Berglandschaft. Unser erstes Tagesziel haben wir erreicht und wir genießen die Abgeschiedenheit und die schöne Alpenstimmung an diesem Ort. Nach dieser Anstrengung gibt es natürlich auf der Käsealpe den obligatorischen Käsekuchen. Wenn ein Krümel vom Teller fällt, ist Fridolin sofort zur Stelle. Von unserem Platz haben wir dann einen idealen Eindruck über den gesamten Talkessel. Kühe dürfen natürlich hier auch nicht fehlen. Die greift an. Am Weg nach unten machen wir auf unserer Lieblingsbank nochmals Rast und genießen die beeindruckende Stimmung im Eutal. Der Großteil der Strecke ist befestigt, aber es gibt auch einige Schotterstücke und auch wie hier eine interessante Durchfahrt durch den Fluss. Weiter geht's mit rasendem Tempo in Richtung Oberstdorf.
Wanderer bietet man am Eutalhaus auch Roller an, damit sie eben diese Strecke auch abends nach Oberstdorf selbst hinunterfahren können. Wer noch weiter Spaß am E-Bike-Fahren hat, fährt dann weiter ins Trettachtal und kommt dann hier am Landeplatz der Gleitschirmflieger vorbei. Die starten vom Nebelhorn und im Hintergrund sieht man die Bergbahn nach oben. Alternativ kann man natürlich auch gleich mit der großen Gondel aufs Nebelhorn hochfahren. Oben ein Restaurant in einer futuristischen Bergstation. Die Wege sind allerdings sehr schottrig und mit einer kleinen Anstrengung kann man auch noch das Gipfelkreuz mitnehmen. Nach so einem anstrengenden und aktiven Tag geht es dann zum Entspannen oder Abendessen direkt nach Oberstdorf ins Zentrum. Hier gibt es alles: Cafés, Geschäfte oder auch ein Restaurant, je nachdem, was man essen möchte. Der nächste Tag startet mit einer beeindruckenden Morgenstimmung von unserem Balkon. Wir genießen wieder das perfekte Frühstück, denn heute geht's aufs Fellhorn. Uns gefällt das Fellhorn besser als das Nebelhorn, denn es ist nicht ganz so hoch und oben eine schöne grüne Landschaft mit vielen Wegen zum Wandern. Nach dem gestrigen anstrengenden Tag entscheiden wir uns für den bequemen Wanderweg zur Mittelstation. Hier in der Ferne sieht man, welche tolle Wandertouren möglich sind. Nach der schönen Wandertour entscheiden wir uns für den Abstieg und die Rückfahrt, da wir noch den Öschlesee in Kempten zur Entspannung besuchen wollen. Der See liegt in der Platzrunde und wir wollten unbedingt die Badestelle mal finden. Ja, der Mietwagen ist abgegeben und wir bereiten uns auf den Rückflug vor. Start wieder auf der 3-4 und es gibt ordentlich Seitenwind von rechts. Auch für den Rückflug gibt es beste VfR-Bedingungen und wir genießen einen entspannten Heimflug wieder in Richtung Frankfurt. Falls euch mein Reisebericht gefallen hat oder es vielleicht für einen eigenen Flug nützlich erscheint, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Wer mich noch nicht abonniert hat, kann das gerne tun. Es gibt hier auf meinem Kanal noch weitere Reiseberichte. Bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Peter mit seinem fliegenden Rudolf.